Die Unsicherheit ist groß. Wen trifft es und an welchem Standort? Es geht um die Konzernzentrale in Essen, aber auch um 400 bis 600 Stellen bei den Stahlverwaltungen, vor allem in Duisburg, Bochum und Dortmund. Betriebsräte und Gewerkschafter in Duisburg traf die Nachricht heute während einer Klausurtagung. Hier bei den anwesenden Betriebsräten und Vertrauensleuten ist die Empörung sehr groß, weil wir werden spätestens morgen werden unsere Kolleginnen und Kollegen mit allerlei Fragen konfrontiert, auf die wir keine Antwort geben können. Wir gehen davon aus, dass die bestehenden Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen weiterhin Gültigkeit haben und betriebsbedingte Kündigungen damit ausgeschlossen sind. Ist die heutige Ankündigung nur ein Teil der Wahrheit? Die Betriebsräte fürchten, dass allein in der Stahlsparte mittelfristig mehr als 4000 Stellen bedroht sind. Hintergrund sind die Fusionsgespräche mit dem indischen Stahlkonzern Tata. Wir können unseren Belegschaften nicht zumuten, jedes Jahr, jedes halbe Jahr über neue Personalanpassungszahlen zu diskutieren. Da soll die ganze Wahrheit jetzt mit einmal auf dem Tisch, damit wir auch wissen, welche Risiken da drin sind und das natürlich auch welche Chancen. Die Kritik richtet sich vor allem gegen ThyssenKrupp-Konzernchef Heinrich Hiesinger. An ihn hat auch die neue Landesregierung Fragen. Ich habe in den nächsten Tagen verabredet, sowohl mit dem Betriebsrat als auch mit Herrn Hiesinger zu sprechen über das, was geplant ist. Die Kernfrage ist, wie kann das Unternehmen als Ganzes stabil für die Dauer gesichert werden? ThyssenKrupp künftig mit oder ohne Stahl. In einem Punkt sind sich Unternehmen und Betriebsräte einig. Wenn Stellenabbau, dann möglichst ohne Kündigungen.